Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Heute gibt es die ersten Einblicke in die nächste Generation. Wir starten demnächst mit Hope und es wird ein sehr krasses Let's Play werden, denn dieses Let's Play wird heißen Hope Suche. Es geht viel um den Punkt, wie gehe ich damit um, wenn mir in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die extrem unfair waren, die extrem vielleicht auch traumatisch waren, ich sie aber nicht mehr ändern kann. Außerdem wird etwas so Schockierendes relativ am Anfang des Let's Plays passieren, was sich wie ein roter Faden durchs komplette Let's Play ziehen wird und aus so vielen Sichtwinkeln betrachtet wird, dass ihr Detektiv spielen könnt und herausfinden könnt, was ist da passiert. Also ich bin fleißig in der Vorbereitung. Weil das aber hier unser Kanal ist, möchte ich, dass du ein Teil dieses Let's Plays wirst. Und zwar brauche ich offiziell noch ein Teenager-Jungen und ein Teenager-Mädchen, was ein wichtiger Teil dieses Let's Plays werden wird. Unter dem Hashtag Orania Legacy könnt ihr mir die Teenager hochladen. Schreibt auch gerne eine kleine Geschichte dazu, wenn ihr wollt. Seid total kreativ. Eines muss ich aber sagen, ich werde denjenigen noch mit Custom-Content bestücken oder ihr schickt den mir privat als Datei. Und seid kreativ mit dem Teenager. Macht ihm ein paar besondere Merkmale, macht ihm ein besonderes Aussehen und vielleicht wird dein Sim, ob Junge oder Mädchen-Teenager, ein fester Bestandteil meines Let's Plays. Außerdem könnt ihr auch sehr gerne eure Self-Sims, Grundstücke, sowie aber auch andere Sims-Familien hochladen unter Orania Legacy. Denn wir werden auf jeden Fall den Bereich Stadtgeflüster weiterführen. Wer das aus der letzten Staffel noch kennt, weiß, dass wir da immer mal wieder die Nachbarschaft beobachten und schauen, was geht da eigentlich so ab. Da euch das ja sehr gefallen hat in der letzten Staffel, werde ich das auf jeden Fall weiterführen und auch mehr ausführen. Ja, wir werden auf jeden Fall mit Hope starten, wenn auch das neue Highschool-Pack draußen ist, weil es passt perfekt zum Teenager-Dasein. Und ich habe eine Menge vor. Ich möchte eine Menge verarbeiten, auch an persönlichen Dingen durch Hopes Geschichte. Aber alles im positiven Faktor, aber ihr wisst selber, wer die Familie Carindale kennt, weiß, egal was ich plane, es kommt sowieso anders. Es wäre mir eine Riesenehre, wenn du ein Teil meines Let's Plays werden würdest und wir zusammen diesen Kanal gestalten. In diesem Sinne freue ich mich auf eure wundervollen Sims, Grundstücke und Teenager. Falls ihr das Let's Play noch nicht kennt, schaut euch es an, denn es lohnt sich. Fühlt euch umärmelt, eure Rania. Ciao!